Ich war ja lange Zeit ein großer Fan der Sony RX100 Serie. Mit meiner RX103 habe ich geniale Bilder gemacht. Und mit der RX104 sogar das erste Video, auf das ich so ein bisschen stolz bin. Damals war der High Frame Rate Modus ganz neu. Man konnte bis zu 1000 Bilder die Sekunde filmen. Was heißt konnte? Man kann immer noch bis zu 1000 Bilder die Sekunde filmen. Es hat halt wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch wenn die Auflösung nicht so wahnsinnig groß war. Aber gut, ich habe gesagt, ich war ein großer Fan, denn irgendwann habe ich meine RX103 kaputt gemacht. Sie konnte zwar noch filmen, auch nicht mehr fotografieren, und reparieren ging auch nicht richtig, hat mir auch Geld gekostet, aber trotzdem nicht funktioniert. Und die Nachfolger, das war damals die RX105, die haben wir jetzt ausgeliehen, die waren mir einfach zu teuer. Ja, ich habe nicht eingesehen, so viel Geld auszugeben, und es gilt ja irgendwie für alle neuen RX100 Modelle von Sony, dass die erstmal ziemlich teuer sind und man ein halbes Jahr dann ja warten muss, bis die bezahlbar sind. Jetzt haben wir aber eine RX105 ausgeliehen und dieses Wow-Gefühl ist gleich wieder da. Nicht ganz so krass wie früher, weil die Bedienung halt doch ein bisschen arg fummelig ist und ich ja viel mit Canon unterwegs bin, wo die Bedienung viel, viel einfacher funktioniert, gerade auch mit Touchscreen. Und aber egal, darum soll es nicht gehen. Das Wow-Gefühl ist wieder da. Dummerweise gibt es aber schon 7, da reicht eine Hand gar nicht, 7 Iterationen der RX100, und wenn man es genau nimmt, gibt es sogar 8 verschiedene Kameras, denn von der RX105 gibt es 2 Modelle. Da stellt sich natürlich jeder die Frage, welche ist die richtige für mich? Für mich, für dich, wie auch immer. Deshalb gehen wir mal die 7 bzw. 8 Kameras durch und ich sage dir, was die Vor- und Nachteile welcher Kameras sind. Bei der 3 und der 5 siehst du schon, wenn man die nebeneinander stellt, man sieht praktisch keinen Unterschied. Und genau so ist es auch, man kann die 7 Modelle grob kategorisieren. Nummer 1 und 2 hatten ein Objektiv 28 bis 100 mm umgerechnet jetzt aufs Kleinbildformat. Mit einer Offenblende von 1,8 im Weitwinkel, und je weiter man zoomt, geht sie zu auf 4,9. Die RX103, 4 und 5 kam dann das erste Mal in dieser neuen Bauform mit Sucher, den man ausklappen kann, absolut genial. Und mit einem 24 bis 70er Objektiv mit einer Blende von 1,8 bis 2,8. Also deutlich lichtstärker, mehr Weitwinkel, dafür aber weniger im Telebereich. Das Killer-Feature dieser Kamera ist, sie haben einen eingebauten ND-Filter, den man dazu schalten kann oder auch nicht, wo man dann 3 Blendenstufen gewinnt. Dieser ND-Filter ist bei der RX106 und 7 wieder weggefallen. Da kam dann wieder ein neues Objektiv, und zwar ein 24 bis 200, also wieder richtig Tele, aber dafür ein bisschen lichtschwächer. Man hat eine Blende von 2,8 im Weitwinkel und es geht zu auf 4,5 im Tele. Wir haben also 7 verschiedene Modelle, die wir ungefähr in 3 Kategorien einteilen können. 1 und 2, ganz klar, sind die günstigsten, sind die ältesten, aber so richtig empfehlen kann ich auch keine mehr davon. Nummer 1 hat nicht mal ein Klappdisplay, dafür ist die kleinste und leichteste der RX100 Serie. Aber na, so richtig empfehlen kann ich die nicht. Die RX102 hat dann noch einen Zubehörschuh spendiert gekriegt, aber Hand aufs Herz, wir reden hier von Kompaktkameras und wollen möglichst wenig Gepäck dabei haben. Braucht man da einen Zubehörschuh? Schaden kann sie nicht, aber naja. Also wie gesagt, RX101 und 2 finde ich nicht besonders interessant. Nur wenn es billig, oder billig sind die trotzdem nicht, nur wenn es günstig sein muss und wenn du eben, wenn es eine Sony sein muss. Ganz ehrlich, ich würde eher zur G9X von Canon raten. Richtig interessant wird es ab der RX103. Das ist dann auch schon die neue Bauform, wie wir sie jetzt noch kennen, mit dem lichtstarken Objektiv, mit dem Sucher obendrin. Ist natürlich absolut genial. RX103 ist eine sehr gute Fotokamera. Video kann sie nur Full HD, aber das ist jetzt nicht gerade schlecht. Von daher würde ich sagen, wenn du viel fotografierst, ist die RX103 immer noch eine sehr gute Kamera und eine gute Wahl, die in der Zwischenzeit zum ganz guten Preis zu haben ist. Der Nachfolger RX104 hat dann mehr Gas bei Video gegeben. Da kam dann 4K dazu, da kam dann High Frame Rate dazu, da kam S-Log dazu und wahrscheinlich noch ein bisschen andere Sachen, die mir gerade nicht einfallen. Richtig cool wurde es dann aber bei der RX105. Die hat nämlich als erste Kamera überhaupt in dieser Bauform, glaube ich, als erste RX100 Kamera hat die dann einen Phasenvergleichsautofokus gekriegt, der natürlich um Längen besser funktioniert, gerade bei Serienbild mit Tracking oder eben auch bei Video, weil sie eben nicht mehr hin und her suchen muss, wo der schärfste Punkt ist. Video-Features sind eigentlich die gleichen geblieben, High Frame Rate, 4K, S-Log,
Ja, Mikrofoneingang sucht man hier noch vergebens. Aber wer Video machen will und fotografieren, der ist ja auf jeden Fall mit der RX105 sehr gut bedient, zumal sie auch das Objektiv mit dem ND-Filter hat. Ein bisschen besser, je nachdem, könnte auch die RX107 sein, die hat dann wieder das lange Objektiv, weniger Lichtstärke, kein ND-Filter, dafür aber erstmals einen Mikrofoneingang. Wer also die lange Brennweite braucht, greift zur RX107, die RX106 ist genauso wie die RX104, das ist einfach so ein Zwischending. Weil die RX107, die hat Realtime-Tracking, die hat einen schnelleren Augenautofokus und gerade die ganzen Autofokus-Geschichten sind bei der RX107 nochmal um Längen besser als bei der RX106. Von daher sehe ich keinen Grund mehr, eine RX106 zu kaufen, außer wenn man halt Geld sparen will, weil die jetzt eben deutlich günstiger geworden ist als die RX107. Kommen wir noch zur RX105A. Kompliziert. Die RX105A ist eigentlich eine RX105 mit 24 bis 70 mm Objektiv mit ND-Filter, hat aber den Prozessor und die Firmware der RX106 und dadurch ein neues Menü, kann ein paar Sachen mehr, aber ist jetzt nicht so, dass man dem, wie soll ich sagen, ist es nicht so, dass man der Kamera einen neuen Namen geben hätte müssen, weil es einfach nur so ein kleines Update ist. Oh, ganz oft RX gehört, viele 100 und viele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gehört. Nochmal zusammengefasst. Ich finde, wer fotografiert, ist mit der RX103 immer noch sehr gut aufgehoben, denn der Kontrastautofokus reicht in den meisten Fällen für Fotos vollkommen aus. Wer aber auch noch Videos machen will und das kurze Objektiv mit der lichtstärkeren Blende und dem ND-Filter haben will, der greift zur RX105 bzw. zur RX105A, wo er eben noch ein paar mehr Features hat und alles ein bisschen schneller und besser läuft. Wer die lange Brennweite will und einen Mikrofoneingang, dafür aber keinen ND-Filter mehr hat, ein bisschen weniger Lichtstärke, der greift zur RX107. Das ist aber gleichzeitig auch die teuerste in der Liga oder in der Range. Aber es ist eben auch die neueste, also muss es sein. Aber wie gesagt, ein halbes Jahr oder ein Jahr warten, dann wird die auch hoffentlich bezahlbar sein. Aber dann haben wir vielleicht schon RX108. Ich persönlich würde mir eine RX105 oder eher eine RX105A kaufen, weil ich eben die kurze Brennweite, die reicht mir vollkommen aus. Ich habe gerne die Lichtstärke und vor allem den ND-Filter, denn Kompaktkamera, wo hat man denn sowas dabei? Und da kann man auch solche Fotos machen ohne zusätzliches Equipment. Finde ich einfach super. Ich bin gespannt, wie du das siehst. Kommentier unten drunter mal, welche der ganzen RX100-Serie wäre denn dein Favorit oder welche gehört dir vielleicht schon oder welche würdest du kaufen? Ich bin gespannt auf deinen Kommentar. Ansonsten kann man hier weiter gucken mit meinem letzten Video oder mit meinen anderen Kameratests, sage ich jetzt einfach mal. Und nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren, denn es kommt immer mal wieder was zu irgendwelchen Kameras, bestimmt auch zur RX100 von Sony. Bis dann. Ciao.